So, hallihallo an alle nochmal zusätzlich. Also, der Max ist derjenige, der hier den Channel leitet. Das ist sein Channel, Grizzly TV. Und ich bin sozusagen nur der Besucher. Ich habe mir aber einfach nochmal die Frechheit rausgenommen und ich werde diesen Stream auch, ja, auf meinem Channel dann irgendwie mal hochladen, wie auch immer. Ich filme das momentan halt einfach ab über Camtasia. Bloß, dass ihr Bescheid wisst, wie die Zusammenstellung hier heute ist. So. Jetzt bist du dran. Ja, wir können ja mal schauen, was wir überhaupt erstmal machen wollen. Ich habe jetzt Genau. nochmal geschaut, ob jemand ein paar schöne Fights hat, für den Anfang. Genau, ich habe das gerade, genau, ich sehe das ja eben schon bei dir. Grundsätzlich ist dazu zu sagen, der Max ist im Bereich, Alter, jetzt darf ich ja keine Scheiße machen. Ich bin hier gerade an mich strecken und dann fällt mir auf, naja, ich bin ja auch irgendwie in der Aufnahme. Und zwar, der Max ist gerade so ein bisschen in Legende am Chillen. Ein Und bisschen, ja. ja, da ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig hier mit Live-Fight und sowas. Klar, weil das natürlich eine Ewigkeit dauern würde. Also wir gucken mal irgendwie dorfbesuchtechnisch oder halt, wenn jetzt einer einen Fight rausbringt, dass ihr einen Fight zu sehen kriegt. Also suchen können wir auf jeden Fall. Ja, wir haben ja zwei Screens, von daher könnte Ja. man auf jeden Fall einmal auch den Leuten zeigen, wie das eigentlich so ist, weil ich nehme mal an, die meisten wissen nicht, wie so der Status bei Legende ist. Oder ich kann es jetzt eigentlich auch mal zeigen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Angriff drücke. Dann Das kommt ist ja ja wieder so. der Chat, richtig? Genau, dann kommt der Chat eben Der kommt links hier ja und ihr ab, könnt halt genau, der weiter. kommt ja ab Champ 2, wenn ich nicht ganz falsch liege. Doch, ich mein Champ. 3600 war, glaube ich, die Pokalgrenze, die du Nee, brauchst. ich glaube, weil 3,6 hatte ich, glaube ich, selber. Doch, 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 könnte hinkommen. Ja, genau, müsste Da könnt passen. ihr halt hier schön rein schreiben, dass Ach das so, richtig ja, geht. schauen wir mal. Geht darum, wir können in den 1-Million-Loot-Clan von mir gehen. Und da könntest du jede Menge Loot-Angriffe dir angucken. Also Das können wir das machen, würde ja. die Sache natürlich auf jeden Fall vereinfachen. Und ansonsten, wenn natürlich deine Homie-Boys noch irgendwelche Angriffe haben, klar, können die natürlich raushauen. Ansonsten, ich sehe gerade den Bowler bei dir, beziehungsweise in der dunklen Fabrik. Erzähl mal was dazu. Ja, ich habe ihn selber eigentlich noch nicht gespielt, muss ich Ah, sagen. okay. Weil er anscheinend, glaube ich, auf Level, ja, auf Level 1 fast nichts taugt. Ja, Also ja, zumindest ja. bei mir in Nee, der nee, nee, Liga. nee, nee, sehe ich genauso. Es Sehe ich gibt ganz wirklich, genauso. es gibt ganz interessante Strategien schon mit dem Bowler, aber dann hast du meistens nur so, sagen wir mal, 6 bis 8, die du benutzt. Zum Beispiel, um, wenn wir jetzt zum Beispiel hier meine Base nehmen würden, um jetzt zum Beispiel hier so eine Luftabwehr Weiß, was zu du meinst, dass snipen. man die, ja, genau, richtig, ganz genau, dass man So, die halt das wirklich kann ganz gut werden. gezielt halt wegballern kann, aber es ist halt wirklich so, der braucht halt so mega viel Zeit, bis er dann irgendwas gerissen hat und Ja. weiß ich nicht, echt nicht, ist jetzt, was kostet er überhaupt im Dunkeln? Guck mal bitte nochmal kurz in die Kaserne rein. Level 1 ist 130, okay, 130, genau. aber Und ich schade. meine, 130 Dunkles für 320, der hat halt total wenig Hitpoints. Ja, klar, Und der er ist macht halt auch viel zu wenig schnell im Schaden. Arsch, ja. Also für 8 Wohnraum. Ja. Hier 8 Army Space. Wäre der jetzt zum Beispiel, ich sag mal, 4 oder 6, dann Noch wäre er was ganz okay bei anderes, wenn 4. man dann natürlich eine ganz andere Armee an sich von der Reichweite her, beziehungsweise von der Masse her machen könnte, ganz klar. Ja, dann würde ich mal sagen, was dein Clan sagt gerade gar nichts, oder? Kann das sein? Ich guck mal, Ja, im weil ich. Moment sind nicht so viele on. Okay, wie sieht's denn aus? Frage. Macht Sinn, wenn du da jetzt rausgehst oder kannst du gar nicht Kann ja rausgehen mit dem und wir. anderen noch rausgehen. Genau, dann lass uns doch mal. Ach, mit dem bist du auch im Driver drin oder Ja, was? genau. Ich bin ja hier mit dem, was Genau. bin ich hier, Rathaus 6. Dann geh mal bitte in den 1-Million-Loot-Clan. Ich kann dir, wenn du möchtest, sogar im schlimmsten Fall den Dings sagen. Kleinen Moment, ich mach mal hier. Und dann gibt's mal richtig, richtig coole Geschichten hier. Schön runterscrollen und dann wird richtig gut abgeliefert, hoffentlich mal. Boah. Also für alle, Hier gucken wir die. noch Okay, den guck mal, schon, genau, bevor der weg 1,3 ist. Millionen Loot, ganz genau. Das sieht doch ziemlich nice aus. Oh, ich kann Und hier ein fast. Also im schönes. Stream sieht man es dann definitiv besser, aber ansonsten ist es relativ klein, echt durch die zwei Bildschirmchen. Ja, genau, ja, da sehen wir das, was passiert. Golem am Start. Schön breit gefächert im Moment, ja. Hier haben wir irgendwelche Hogs.
Haben wir hier auf der anderen Seite haben wir nichts. Das ist halt eine super breit gefächerte Ja, Base, je auf nachdem, jeden wo es Fall, noch hin auf muss. jeden Fall. Und wow. Und er hat auch, es ist auch, also naja, okay, klar, die Sache ist halt die Champ 1, weißt du, dass er halt eben sagt, gut, okay, komm, du kriegst auch in Anführungsstrichen nicht die 50%, deswegen halt die Sachen draußen. Aber klar, ist natürlich mega geiler Loot, den wir hier sehen. Aber ich muss natürlich auch sagen, Auswahlchef 87, also erstens, ein Jahr jünger als ich, läuft auf jeden Fall bei dir. Aber auch grundsätzlich die Sache, die. Du hast natürlich echt Eier in der Hose, weil ich meine, die Helden sind natürlich echt relativ low. Und da denke ich mal, wenn ich das bei mir jetzt so gesehen habe, ich bin ja nur auch so gut wie gemaxt mit den Helden, da ging das schon. Aber ich sag mal, mit 10er Helden ist schon echt eine krasse Nummer. Also Respekt auf jeden Fall an dich und natürlich geiler Loot. Und ich meine, guck mal, wenn du die Zeit siehst, da läuft noch 1,50. Also da passiert noch einiges. Ich Also meine, er ich. hat drei Packers hier, aber ich Ja, meine, der also reduziert hier jetzt nicht geht mehr, aber. definitiv noch. Also guck mal, draußen Packer noch am Start, König ist noch am Reißen. Das ist halt Und schade hier, ne? ich würde, na, warte mal, so mit dem Schade, also ich würde auch sagen, das könnte noch gut was werden, oder? Ja, ich glaube nicht, dass es also im Chor in der Mitte noch was wird, weil erstens haben wir hier die ganzen Verteidigungen. Hier Also außen wird ich er würde halt mal gut sagen, Gold- abräumen, und klar. Elixierlager könnte noch down gehen. Ja, wir wissen halt nicht, wie viel Leben der hier nochmal der Päcker Also ich würde sagen, Gold- und Elixierlager geht noch down. Innen drinne, da wirst du recht haben. Alleine schon wegen Pekka und Tesla wird nicht so wirklich was. Aber ich würde sagen, Gold- und Elixierlager wird noch gesnackt. Gucken wir mal. Pekka ist jetzt nämlich Päcker ist gleich. gut am Genau, Leben noch. genau. Also ich würde mal sagen, das ist echt noch gut gelaufen. Und wie gesagt, von der Zeit her, guck mal, wir haben noch 50 Sekunden, die noch irgendwas passieren muss. Und jetzt geht Pekkachen, mach mal ruhig auf 2. Von der Geschwindigkeit her. Genau. Und dann würde ich mal sagen, genau so wollen wir das sehen. Pekka ist dabei, läuft, Junge. Und da, und jetzt, oh, was passiert? Was der Gusor gesagt hat. Gold Es wurde und lange ich habe es mir gesnackt. vorher nicht angeguckt. Ihr könnt in den Clan-Log reingucken, ich war nicht online. Läuft. Auf jeden Fall mega geiler Loot. Und jetzt will ich aber auch sehen, wie viele Pokale es gab. 19 Stück. Nice, Junge. Auswahlchef 87 läuft bei dir. Geiles Ding auf jeden Fall. Richtig cool. Plus Bonus noch, ne? Hittet mal schön den Like-Button. Wir müssen ja ein bisschen hier So, raushauen. was haben wir denn sonst noch? 1,2 Millionen. Was war unten da? OHC? Auf OGHG? 1,3. Dann hau doch mal rein. Auch mit Drachen, Leider okay. schlechte Qualität. Ja, LTGT, wir spielen auch Clash Royale. Alter, mega nice Loot auf jeden Fall. Alter Verwalter, also vielen, vielen Dank für die Loot-Angriff-Spender. Vielen Dank, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Und jetzt sehen wir gleich 11 Drachen, richtig? Das ist korrekt, ja. Und was hat er denn hier zerstört? Es ist nur noch, warte mal. Es ist nur noch eine Luftabwehr hier in der Mitte. Wenn ich das richtig sehe. Aber es ist halt echt ein bisschen klein, würde ich fast sagen. Echt, das ist halt. Muss man sich überlegen, ob man es beim nächsten Mal eventuell wirklich doch nur auf einen Ja, Screen das kann man ja noch sozusagen. Aber das ändern. ist ja kein Thema, das tut ja nicht weh. Man lernt ja mit jedem Mal dazu. So, jetzt Fand es gucken halt wir mal. richtig witzig, dass man zwei Bildschirme gleichzeitig hat, halt für Clash Royale und so kann man gleichzeitig mal machen. Hatte ich bislang noch nicht so gesehen, Ja, deswegen dachte ich mal, klar. probier's mal aus. So, jetzt ist er natürlich nur da reingegangen, wo die Luftabwehr war. Ich weiß nicht, ob das so schlau war. Ich hätte Naja, jetzt doch, von der anderen gerade, Seite dass man, vielleicht. nee, dass man halt die Luftabwehr killt, aber die ist ja jetzt auch down und dann hat man natürlich schon, guck mal, Inferno ist auch weg. Ich denke mal, das gibt eine schöne Rasur, zumal der Expo ist auch nur auf 2, aber man darf natürlich die Luftbomben nicht unterschätzen. Man denkt sich, ah, naja, ist ja nichts mehr da, ist ja nichts mehr da und dann macht's bam, bam, bam Und den und. Expo darfst du nicht mehr unterschätzen, Naja, weil wie der du war nur auf siehst. 2, der war nur auf 2. Ja, und dennoch, der haut schon gut rein. Ja, Okay, jetzt ist er natürlich weg hier, aber ja. die Bombe. Bam, Junge. Ja, okay. Schön Aber ich würde nochmal mal sagen, rausgepusht. Loot war da. Wir haben 62%. Das passt auch. Schade. Wäre natürlich geil gewesen, wenn Townhall noch geflogen wäre. Gucken wir aber mal. Vielleicht kommt er noch. Aber der Inferno ist noch in Wir der schauen mal, was Range. der. Das ist ja hier ein Level 4er Drache. Und der geht schon ziemlich schnell down mit dem Ja. 2 Expo, ne? Das ist Naja, halt guck mal. seit dem Stopp, letzten stopp, Update. stopp. Guck mal. Der Inferno brutzelt. Nicht der Expo.
Der X-Wurm macht aber mehr Schaden als der Inferno. Seit dem neuen Ach, weil der auf, Update, weil ja. ja, okay, der war jetzt nicht auf Single, klar, weil sonst wäre nämlich der Drache richtig gerüstet worden, glaub's mir. Also Ja, wenn du den der auf ist dann Single sofort hast, down. dann ist richtig schlecht. Dann würde ich mal sagen, den nächsten, wa? Gucken wir mal rein hier. Und ihr seht ja gerade selber, auf dem rechten Bildschirm halt, seht ihr schön die Gegnersuche, wie das halt so ist in der Legende. So, Jetzt haben wir hier zum jetzt. Beispiel hier auch so einen, ja, einen guten Farmang, also eine Ja, gute auf jeden Fall, Farmarmee. auf jeden Fall. Vorher erstmal geguckt, was Schon kann wieder, man schau mal machen. hier. Ganz genau. Ganz Schön legal. die Riesen vorgedroppt und dann wirklich wenige Goblins gedroppt. Wirklich. Also der Junge, also in dem Fall der Hecky 2000, weiß auch, was er macht mit seinen Truppen. Guck mal, nur ein Wizard gesetzt. Genau richtig. Nicht irgendwie total dumm rumgespammt, sondern wirklich ganz genau. Ich muss da droppen, ich muss da droppen. Passt. Ich meine, er hatte natürlich auch die Mega-Premium-Base hier. Oh, das ist böse. Oh, das tat weh. Aber er hat halt alle Sammler komplett voll, würde Ja. ich sagen. Und dann auch außen. Ja, klar, logisch. Und ja, Man an kann ja auch mal Glück das haben. Dunkle ist halt ein bisschen geschützt, dadurch, dass die Bohrer halt relativ weit innen stehen. Aber hier oben immer schön ein Magier, ein Riesen. Damit kriegst du es halt locker alles abgefarmt hier auch. Ich habe noch was kurz, weil Jonas gerade im Chat schreibt, darf ich deine Gameplays nutzen? Grundsätzlich hätte ich damit absolut gar kein Problem. Ist nicht das Thema, dass ich jetzt sage, hey, hier, ich bin der Obermacker und ihr dürft meine Gameplays nicht benutzen, sonst hier Kopf ab. Nein, keine Sorge, darum geht es nicht. Aber die Sache ist die, wenn ein anderer YouTuber zum Beispiel sagt, gut, okay, oh, hier, ich will die Dinge auch ansehen und zeigen, ist das Problem. Dann ist wieder einer reingekommen und wieder einer rausgegangen. Das sind schon mal immer zwei Plätze im Chat, die halt einfach mal weg sind. Und wenn das, sage ich jetzt mal, 20 YouTuber machen, haben wir wieder ein Problem, nämlich wir haben keine Gameplays mehr drinne, weil halt jeder rein und raus ging. Aber zum Beispiel kannst du gerne in der nächsten Woche, wenn du da online bist, wie auch immer, kannst du gerne vorbeigucken, weil da bin ich im Urlaub. Dann kannst du das gerne machen. Kein Thema. Nur mal so im Voraus. Weil sonst ist es, wenn man jetzt einfach sagen würde, nee, darfst du nicht, ist auch ein bisschen doof. Klar. Hast jetzt Suche abgebrochen, ne? Nee, ich habe Nee, eigentlich du gerade hast einen noch irgendwie was Gegner. gefunden. Yay! Ich dachte schon, hä, hast du Suche abgebrochen? Also von mir aus können wir Ja, den knall den angreifen gegen die einfach Wand. mal. Auf jeden Fall. Wir Würde sehen mal einen sagen, wir gucken Live-Fight. einfach mal. Also Mal klatscht in sehen. die Hände. Live-Fight. So. Gucken wir mal, was hier geht. Ich lass dich auch in Ruhe. Ich quatsch dich jetzt nicht irgendwie voll. Lass dich Ja, einfach machen. Nee, nee, muss ja nicht sein. ich habe die Base gar nicht gesehen, also 5 Sekunden lang jetzt mal sehen, was wir jetzt machen können. Ich mal richtig gespannt. Ah, okay, der Golem wird natürlich gleich von der Adlerartillerie anvisiert. Klar, logisch. Und jetzt haben wir natürlich da das Problem mit den Lagern, wa? Die tanken natürlich auch gut. Aber ich denke mal, du machst das nicht zum ersten Mal. Das soll da eigentlich was werden, wa? 30%, 36, 37. Ja, Queen ist auf jeden Fall noch richtig dabei. King hat auch noch ordentlich Health Points. Das passt. 46, also das Ding ist schon mal in Sack und Tüten. Und jetzt denke ich mal, wirst du auf jeden Fall noch das Rathaus brot. Ja, ich wollte schon sagen, Queen Rachen auf jeden Fall. Läuft bei dir, Junge. 54, lecker Prozent. So. Geiles Ding auf jeden Fall. Jetzt holst du dir noch ein paar Prozentchen, ganz genau, durchs Sind Armeelager. halt, ihr seht halt, 9 Pokale ist halt nichts. Wir kriegen jetzt halt 5 bis 6 Stück. Maximal. Nee, aber komm, ganz ehrlich, ich meine, ist ja immerhin was, oder? Und hier die Walküren sind halt krass, ne? Ah, Next genau, Level jetzt, Walküren. genau, ja, genau, jetzt gemaxte, die Ja. sehen ja dann doch nochmal ganz anders aus. Und das Zwei ist geil, Stück sie stellen einfach. sich halt einfach mal dazwischen und bashen halt richtig los. So muss das. Aber wie gesagt, ich bin trotzdem kein Valkyren-Fan. Aber geiler Loot und dann natürlich der Bonus, der Legenden-Bonus, richtig, richtig nice. Aber dann ging es mit dem Gegner suchen in dem Fall relativ schnell. Ja, in der Zeit jetzt Muss man schon. jetzt echt mal sagen. Das war es erstmal für, also
Für den Stream natürlich nicht. Ich cutte hier das Video erstmal. Das seht ihr dann im nächsten Mal wieder. Und ja, haut mal rein. Bis dann.